Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und was wuschle ich denn da heute so rum mit meinen Händen, ne? Alles Spaß natürlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sim Airport, dem Flughafenaufbausimulator. Da sind wir stehen geblieben. Da bin ich stehen geblieben beim letzten Mal. Ne? Und wir gehen natürlich hier jetzt mal rein. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt hier mal anfangen zum Aufbauen. Allerdings möchte ich nicht wissen. Ach, was machen wir gleich hier komplett voll? Machen wir es hier gleich komplett, den Bereich hier. Das kann nicht allzu schwer sein. Ne? Soll hier erstmal aufgebaut werden, ne? Ist ja klar. Anschließend, ja, ich glaube, Steph-mäßig bräuchte ich mindestens noch ein paar Janitors. Die mir hier ein bisschen zusammenräumen willen. Hier schaut's aus wie unter Hempers Sofa. Hallo? Wo sind meine Janitors? Hier schaut's aus wie unter Hempers Sofa. Ärger ist bei mir. Und hier wird mir auch schon aufgebaut. Das werden schon. Und hier kommen wenigstens die ersten Einnahmen. Wobei, ja, ne, bringt mir nicht viel. Ne? Ich muss hier auf die nächsten Sachen hier warten. Auf die ersten Maschinen beziehungsweise und die kommen mir hier gleich heran. Ne? Ich habe ja hier auch ein bisschen umgebaut noch in der letzten Folge von der Szenerie hier. So zeitmäßig. Deswegen, ja, ne? Mal schauen, ob das ein Fehler war, dass ich ja zeitweise auf 1,5 Stunden verkürzt habe. So. Ich glaube mal, da oben kann ich das Planning mal rausnehmen. So. Build clear. So. Hier. Damit ich hier einen Durchgang bekomme. Wieso auch immer das so schön scheiße aus, ne, schaut doch schön aus, ne, so sind die Schatten, ne? So, ich habe hier natürlich schon die ersten Chargen hier, ne? So, wie mache ich denn das jetzt, dass ich hier Security so nicht verletze, ne? Indem ich hier einfach wohl oder über hier mehr oder weniger eine Wand reinmache. Ich glaube, das sollte sich sogar ausgehen, wenn ich hier diese Sachen hier alle darüber ziehe. Oder? Ah, sollte gehen hier, ne? Hier stehen alle Leute an bei der First Class. Was? Assigned to? Ich habe da nicht assigned. First Class. Close. Das ist assigned. So schaut's doch schön aus. So. Ich brauche hier Wände. Wo habe ich denn die Wände? Wo habe ich denn Wände? Wall. Das ist Wall.
Und die möchte ich da erinnern haben. Ist irgendeiner abgesagt oder nö? Oh ja, einer ist abgesagt. Renetched by Alan, oh je. Grund. Wahrscheinlich, weil das hier blockiert war, ne? Super. Wieso war denn das blockiert? Also nicht. Eineinhalb Stunden. Da darf ich nicht raus, ne? Eine halbe Stunde wird zu wenig sein, ne? So. Das ist nachmittags, ne? Ja. Das ist morning. Ja, 8, 9, 10, 11. Ja, gut, ja. Kann gut möglich sein, dass ich um eine zu viel gehabt habe. Wurscht. Soll es halt so sein. So. Aber schön langsam würde ich hier gerne mal versuchen wollen, hier den Security-Bereich dementsprechend dann mal zu verlegen. Ne? Any passengers close? Any passengers close? Dann machen wir da mal this. Dismantled. Gehen hier die Queue. Wegnehmen. So. Und gehen hier unten dann aufbauen. Objekt. D-Check. Gate Agent. Office Desk. Ticketing Desk. So geht's, ne? So. Wenn ich mir den hier irgendwie aufbauen möchte, ne? So, nochmal den hier.
So, wo ist die Gute? Da ist schon. Dann gehen wir den hier zerlegen. Ach ja, ne. Stopp. Wo habe ich denn das für eine Bande wieder? Utilities. Ich muss ja das Förderband hier auch machen, ne? So. Bitte Förderband. Also, geht eh schon weg, ne? Passt. Ticketing Desk. Förderband. So. Wird aufgebaut. Ist aufgebaut. Wo ist die Dame? Da ist die Dame. Sehr schön. Flutscht schon mal alles. Dann machen wir das hier weg. Da rein. Utilities. Förderband. Bitte Förderband auch reinbacken. Bitte schön, danke schön. Dass hier natürlich alles funktioniert. Ja, da ist ein Fahrzeugcode unterwegs. Na, Förderband bitte. Machst du mal. Ja, macht's ja schon. Dann gönnen wir hier Erna gleich mal einen vierten Desk. Mit Förderband selbstverständlich. Und auch eine entsprechende Staff. So. Damit die hier nämlich dann gleich anfangen können. Und sich hier zum Schalter begeben kann. Ja, sehr schön. Dann nehme ich hier die Q weg. So, und dann brauche ich noch die Zone eingerichtet. Ne? Ticketing Zone. So, das Ticketing ist eingerichtet. Dann brauche ich noch Wände gleich mal für Toilette. Und verständlicherweise auch eine Tür für die Toilette. Wo ist die Tür? Toilettentür. Outdoor Gate. Where is the door? A door. There's the door. Then the toilet. Und die Waschbecken brauchen wir auch noch. So. Wie schaut es denn hier aus? Oh, es stehen ziemlich viele Leute an. Das ist schon mal klar hier. Ja.
da oben wird gerade aufgebaut. Kann ich mal schon die Zone anlegen für ein Restroom. So, und das Planning Tool kann ich mal hier rausnehmen. So. Dann würde ich sagen, nehme ich hier auch das Planning Tool raus. Da machen wir einen schönen Fußboden rein. Hier stehen sie an, meine Damen und Herren. Wo ist der Kioskautomat? Da ist er. Machen wir hier auch mehrere Kioskautomaten noch. Damit hier die Leute nicht überall nur an drei Kioskautomaten herumstehen müssen. Ich hoffe, das geht sich hier aus. Ich hoffe es. Na, schauen wir mal, ne? Der Restroom wird auf jeden Fall schon verwendet, das ist sehr schön. Das ist wunderbar. Hat sich irgendwas getan? Irgendjemand gecancelt wieder? Nein. Sehr schön, sehr brav. Hier sind die auf jeden Fall schon mal mehr Ticketautomaten da. Dann würde ich sagen, ich kann die Security Zone etwas erhöhen gehen, nämlich auf diesen kompletten Bereich hier. Dann nehme ich hier diese Zone komplett weg. Und eins nach dem anderen wird hier erst einmal zerstört. Also eingepackt, abmontiert. So. Ich würde sagen, ich könnte hier sogar nochmals eine Toilette noch mit aufbauen. Noch eine zweite, damit hier diese hier nicht überlastet wird. Wenn ich da 3, 4 habe ich mal gemacht, ne? 1, 2, 3, 4 und hier die Wand. So, da wird abgebaut erst einmal. Und der Security-Bereich wird dann hier rüber erweitert. Dann kann ich auch hier die Planung mal rausnehmen. Kann ich dann da oben noch die Tür reinbauen wieder. So wie die Toiletten. Und Waschbecken. Genau, Seitenverkehr drum, wie es auf der anderen, im anderen Raum ist.
und hier die Zone als Restroom markieren. So. Weiß jetzt nicht, warum da. Das failed enclosed space. What the fuck? Zone. Restroom. So. Jetzt aber. Habe ich hier da oben auch noch den Restroom drin? Könnte ich hier auch noch die schönen Fliesen reinmachen? Welche waren das? Das waren die hier, ne? So. Damit wenigstens irgendwie nach was ausschaut. Und den Security-Bereich kann ich hier dann noch gemütlichst hier vollenden gehen. Ne? Und bei dem Security-Bereich würde ich gerne einen anderen Boden drin haben, wenn es geht. Einen, der etwas gemütlicher aussieht. Machen wir das mal so rum. Was ich dann da oben weitermache, weiß ich noch nicht. Aber eventuellerweise könnte es gut möglich sein, dass ich hier mehr als genug Security-Schalter benötige, IDs-Checks und so. Und somit habe ich da oben ganz genug sehr viel Platz schon mal. Ne? Preferences, Video Settings, Exit Game. Ja, schaut schon mal nicht einmal so schlecht aus, oder? Den Bereich muss ich hier auf jeden Fall vergrößern, irgendwie. Das weiß ich so ganz genau. Ne? Ich brauche hier Restroom-Bereich hier unten auch noch. Ne? Ich brauche hier größere Sachen. Ne? Was war denn das hier? Und dann mache ich da unten noch die schönen Fliesen da auch rein. Damit es ja ein bisschen danach ausschaut. Ne? Ja, es ist halt ein ziemlicher Tumult hier. Ne? Man muss da ziemlich aufpassen. Ich muss mir da mal schauen, was ein bisschen wegnehmen. Weil ich möchte mir hier auch umbauen. Ne? Da brauche ich dann die ID-Checks. Die würde ich mir dann gerne gleich mal so. Gleich direkt so dahinter, ne? Oder so, ne?
so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfmal Staff brauche ich. Eins, zwei, drei, vier, fünfmal Security Staff. Und dann baue ich das hier noch Ding, ne? Die fangen mir schon an, obwohl ich da noch nicht mal fertig bin mit dem, ne? Wo ist denn das? Teildetektor. Wo ist denn der wieder? Ah, da. Backscanner. Eins, zwei, drei, also not enough money. Ja gut, ich würde sagen, wir schauen uns das nächstes Mal an, wie es hier weitergeht, ob ich es hier schaffe, meinen Bereich so umzuändern, wie ich das möchte. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und sage Tschüss, Servus, Bye Bye und macht's gut.